Ein herzliches Willkommen zurück zu The Bard's Tale. Wir sind im Inselturm und das macht jetzt was? Ah, nach oben. Okay, gibt's keine Treppen, sondern nur Aufzüge. Ja, und wollen den dritten Gegner besiegen? So, wir sind da, sehr schön. Gucken wir mal, wie viele Gegner diesmal kommen. Ist ja cool hier. So langsam. Was ist das? Ich sehe nichts. Ist das ein Fehler? Was? Warum nee, das halten sind wir uns überhaupt mit so etwas auf? Das sind Schwerter und so weiter. Magische Viecher, die mich angreifen. Bogen spannen. Ich glaube, in der Masse können die richtig unangenehm werden. Oh, wie ich's hasse. So, geschafft. Was haben wir hier jetzt? Geht's gleich hoch. Eine neue Waffe, die ich aber nicht brauche. So, wir speichern kurz. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt da anbauen. Naja, was machen wir mal. Ich stehe euch bei. Okay, dann auf die Brücke. Okay. Sind das unsichtbare Typen oder was ist das? Also das einfach nur magische Waffen, die schweben. Getroffen habe ich. Ja, aber die sind nicht stark. Also wie gesagt, in der Masse sind die, glaube ich, nicht ohne. Hey, hallo? So langsam. Ja, ich glaube, sind die echt mega nervig. Da schießt auch eine Falle auf mich. Gut, dass ich meinen Fallenman mit habe. Tauchen einfach auf. Das war zu leicht, naja. Getroffen habe ich auf jeden Fall. Feuer. So, da ist einer drauf gegangen. Das war's. Blöde Schwer. Oh. Lass meinen Hund in Ruhe. Da bin ich echt empfindlich. Er ist aber halt auch echt der Nahkampfhund, gell? Er springt halt immer als erstes mit nach vorne. Der Fallensteller will jetzt auch mitmachen, ja? Hallo, schieß! Ich sag doch, die können nervig sein in der Masse. Das ist cool hier. Ich werde jetzt, wenn hier ein Speicherpunkt ist, auf der einen Seite, werde ich noch mal kurz nach rechts gehen und schauen, was da ist. Ich heile. Ja, da wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mich heilst. Welcher Sack schießt hier auf mich? Ah, da, dieser blöde Kopf. Das habe ich missgebaut, glaube ich. Ah, noch habe ich Leben. Hallo, hilft mir! Boah, die sind obernervig irgendwie, weil man so sieht sie nicht. So, haben wir euch. Schießt ihr? Interessant, da drüben war irgendwas. Eingang oder sonst irgendwas. Der ist fertig mit der Welt.
Wer hat den jetzt gerade zerstört? Und wieder mein Hundi. Ihr wisst, dass ich das nicht mag, ja? So, noch ein Schüsschen. Okay, dann gucken wir mal nach rechts. Vorwärts. Nicht schnell genug. Ah, die hätte ich gern aufgelevelt, echt. Das wäre so cool. Und ruhig näher. Hä? Doch dreimal draufgeschossen, aber bist du doch nicht so stark. Das ist ein langer Weg hier. Er hat wieder den Bogen nicht gespannt. Wie dumm ich den. Aber die habe ich erwischt hier. Wertloses Zeug! Hä? Ich hab's doch gesagt! Ich brauch sie! Ist das geil! Komm her, du! Dich schon hol ich mir gleich. Oh, ist das cool! Mega. Kann jetzt sicher auch ein paar schöne Extras, ne? Das schauen wir uns mal kurz an. Der Söldner. Ja, ja. Ein typischer Vertreter seiner Art. Ungehobelt, kennen unhöflich wir? So. Und äußerst nützlich im Kampf. Sie verspottet, kennen wir. Drängte sich ein Vergleich mit dem Barbier. Sie hat jetzt vergiftete Dolche. Das hatte sie davor nicht. Okay, geil. Bin bereit. Ah, da ist es. Oh, ist das cool. Ah, jetzt wird meine Truppe immer übler. Das sieht witzig aus. Oh, Feuer. Glaube ich nichts gebracht. Na egal. Ah doch, ich hab geschossen. Dir nicht aufgepasst. Komm, da war immer. Geil. Diesem Giftscheiß. So langsam. Der war schnell besiegt. Komisch. Komisch, komisch. Naja. Gehen wir mal hier lang. Komm. Ja, die Truppe ist gut. Feuer und Gift gleichzeitig drauf. Das ist natürlich übel. Aber ich krieg trotzdem übel Schaden. Mein Ritter auch. Leben noch. Aber gerade so. Jetzt steigen wir erstmal auf. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Das Glück wirkt sich in vielfältiger Weise auf die Abenteuer des Barden aus. Warte mal. Eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden. Sodass er im Kampf... Ja, ein bisschen Vitalität ist nicht schlecht, muss ich sagen. Da kommt wieder das Schwert an. Habt ihr nicht aufgepasst? So. Das war den ganzen Aufwand wirklich nicht wert. Jawohl. So, das haben wir nämlich gesehen. Heilung.
gucken wir mal. Ah, hier ist auf jeden Fall eine leckere Truhe. Vielleicht ist da ein Händler oder so. Schau sich das einer an. Das wäre geil. Ah, nee. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, auf der linken Seite ist der Eingang, aber nun ja. Dann gehen wir halt nach oben. Ich glaube, ich tue auch den fallen Dude weg. Fallen! Dort drüben! Ah, da auch nicht. Hä, was sind das für Viecher? Feuerdinger. Muss die Falle entschärfen. Er macht es. Das war eine Freude. Die dich gerade reingedappt bin. Auch ihr einmal Schmerzen zu spüren bekommen. Ich liebe es. Das ist so ein Sack. Vorsicht, mein Freund. Dort ist eine Falle. Kommt zum Mann. Okay, das sind hier Wildschweine. Jetzt komm, mit Chefs. Heilung. Bogen spannen. Okay. Ah, lecker Truhe, komm zu mir. Oho, ich kann es noch. Was hast du denn gemacht? Oh, gebrennt. Die sind schon relativ mies. Ich heile. Alter. Was passiert, wenn ich durchs Feuer laufe? Nichts. Okay, gucken wir uns das mal hier an. Zack. Schau mal hier nach rechts. Wenn ich wüsste, wohin. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Ja, toll. Habt ihr nicht aufgepasst? Nicht schnell genug? Das war nichts. Überall diese Schweinchen. Warte mal, was stimmt hier nicht? Mein Ritter? Meine Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Wer ist denn das? Was ist denn dieses Grüne hier? Freund? 1, 2, 3, 4... Ach, das ist mein Hund. Ein Hundi. Fallen! Dort drüben! So, da ist auf jeden Fall eine Truhe. Truhe ist immer gut. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Neue Waffe brauche ich aber nicht. Ich habe andere, coolere Waffen. Haut drauf, komm, gib ihm! Ihr meint, ihr könnt mir das Wasser reichen? Ich habe mich, glaube ich, schon verlaufen, muss ich sagen. Ich weiß nicht so richtig, wo ich bin. Wir hauen auf jeden Fall ordentlich mal hier rein. Oh!
Hallo? Nicht schnell genug. Oh, das ging aber fix. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie die so schnell platt macht. Ich rieche eine Falle. Finde ich gut. Oh. Das ist nicht sehr angenehm, nicht wahr, mein Freund? Ja, ja. Ist es nicht. Oh, wie ist fast. Warum ist der jetzt so schnell gestorben? Achtung, vorsichtig. So. Ich bin bereit. Wir gehen mal hier lang, oder? Ja, das könnte gut sein, was ich jetzt hier mache. Habt ihr nicht aufgehört? Ja, meine Kumpels da. Oh, das sieht doch gut aus. Das geht hier nach oben, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier ein Ende mit dieser Folge. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.